die 828er, das ist unser Thema, 828. Ja, Adumur, das kennt viele Verarbeiter noch, hieß es früher 828 Adumur. Und das ist eine Wandspachtelmasse auf Basis Gips mit 30 Minuten Verarbeitungszeit. Ja, und ich hatte mich mal vorher so informiert, das sind so fast 40 Jahre und man war damals der Zeit ja schon ganz weit voraus, was Wandspachtelmassen betrifft. Und viele von uns, ja, wir kennen das Problem, gerade was Wandspachtelmassen betrifft, da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Wir von der Adix, wir haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, auf Qualität, auf Verarbeitung, auf Geschmeidigkeit, weil das letztendlich uns natürlich auf der ganzen Zeit auf der Baustelle natürlich auch begleitet. 828 hat 30 Minuten Verarbeitungszeit und kann beliebig dick gespachtelt werden zum Verfüllen von Fugen bei Gipskartonplatten sowie das Füllen von Betonfertigteildecken. Ja, dann irgendwann vor 10 Jahren hat man gesagt, ja, wir erweitern das Ganze mit 828 Lämmen. Es war eigentlich erstmal so ein Marketing-Gag, wo man gesagt hat, wir machen mal so ein Produkt mit einem Duftkonzentrat, das etwas nach Zitrus riecht. Und das ist 10 Jahre her und es hat sich so durchgesetzt, dass wir das immer weiter verkaufen. Viele Leute, viele Verarbeiter, so wie ihr, ja, die das Material schätzen, die sagt, ja, das übertüncht so diverse Baustellengerüche und es lohnt sich gar nicht, das Produkt einzustellen. Das Ganze haben wir natürlich erweitert. Wir haben das Thema pastöse Wandspachtelmassen aufgenommen und da ist uns eigentlich ja ein Quantensprung entstanden und zwar 828 Ready. Also eine pastöse Wandspachtelmasse, die fertig ist im Eimer. Hier habe ich als Verarbeiter, also ihr habt hier den ganz großen Vorteil, ihr braucht keinen Rührer, ihr nehmt einfach den Eimer, macht den Deckel auf und dann kann es auch schon losgehen. Und wer natürlich die Adix kennt, der weiß, dass wir für euch natürlich viel zu bieten haben, weil wir gesagt haben, wir wollen mit einer Dispersionsspachtelmasse auf alle Untergründe ohne Voranstrich. Und das Ganze funktioniert sogar auf Fliesen, Lacke und natürlich auch auf Latexfarben. Kann bis 5 mm eingesetzt werden, sowie auch für Fugen bei Gipskartonplatten. Das Ganze haben wir nochmal erweitert und wir haben uns die Aufgabe gestellt und haben gesagt, wir brauchen jetzt eine Spachtelmasse zur Erzielung von feinsten Oberflächen. Eigentlich ist sie so fein, die könnte sogar ein Autolackierer verwenden. Ja, das nur als Scherz, aber sie ist so fein wie eine feinste Creme, funktioniert auch auf alle Untergründe ohne Voranstrich und ich rede von 8:6 Ready. Und ganz ehrlich, ich kenne keine Spachtelmasse, die so fein ist wie 8:6 Ready. Und das ist eine Spachtelmasse, die jetzt ab 1.4. auch da verfügbar ist. So viel erstmal zu dem Thema 828er Familie. Und ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe mit meinen Kollegen zwei tolle Neuprodukte. Innovation, das ist unser Thema, das haben wir aufgegriffen von euch. Ihr habt zu uns gesagt, macht uns eine Spachtelmasse, wo wir noch mehr Vorteile haben. Und das haben wir geschafft, und zwar mit 828 Komfort. Das euch zu erklären, würde ich gerne einmal rübergehen. Ich habe da einiges vorbereitet und möchte euch das gerne praktisch zeigen. Ja, und da kommt schon Bernd mit zwei Säcken an. Ja, Bernd, du siehst, also ich habe dich selten mit zwei Säcken laufen sehen, aber hier ist es ja möglich. Was ist denn das Besondere an den beiden? Ja, Armin, das ist natürlich so. Ergonomie spielt auf der Baustelle heute immer mehr eine Rolle. Man sieht es ja an uns selber, wir werden nicht jünger. Die Leute werden natürlich auch immer länger. Das heißt, der Knickradius im Rücken wird natürlich immer gefährlicher. Das heißt, alles, was ich vor dem Bauch auf der Schulter schleppen muss, kann nur gefährlich für Volkskrankheit Nummer 1 werden in Deutschland, nämlich mit Rücken. Deswegen Ergonomie in diesem Falle das A und O. 15 Kilogramm, eine links, eine rechts, perfekt zum Tragen, zum Ausbalancieren, besser geht's da nicht. Aber ich glaube, ich erzähle zu viel darüber. Erzähl du etwas über dieses Material, zeig es den Leuten, mach sie heiß da drauf. Ja, Sie werden schon eigentlich gleich sehen, wie toll diese Produkte sind, die wir ja auch hier zeigen als Neuprodukte. Ja, da fängt die Geschichte eigentlich an. Der Bernd hat es ja gerade gesagt, das sind 15 Kilo, die sind mit Tragegriff. Und warum haben wir das Ganze gemacht? Er hat es ja erklärt. Dazu kommt natürlich auch ganz klar, wir haben ja sehr viele Damen, auch bei uns im Malerhandwerk, ja, im Bauhandwerk. Und
da ist uns natürlich auch von euch rangetragen worden, macht mal was, das wir nicht so schwer tragen wollen. Das war die erste Aufgabe. Natürlich kommt dazu, wir wollten mit 15 Kilo auch eine hohe Flächenleistung haben. Den Sack, den ihr hier seht, das sind 15 Kilo. Und mit diesen 15 Kilo komme ich 22 Quadratmeter weit bei 1 Millimeter Schichtdicke. Um euch das mal zu verdeutlichen in Fläche, was das überhaupt heißt, da haben wir natürlich auch mal was vorbereitet. Also ihr seht zum Beispiel hier, ich habe 1 Millimeter Schichtdicke, komme mit einem Sack 22 Quadratmeter weit. Also bei 1 Millimeter, das habe ich die meisten Untergründe mit abgespachtelt. Selbst wenn ich einen Reibeputz habe, 1 Millimeter reicht völlig aus. Hier ist eigentlich entscheidend die ganze Technik. Manche Untergründe reichten 0,5 Millimeter, ein halber Millimeter. Ja, also, und da verdoppelt sich das Ganze. Ich mache dann also ganz schnell aus einem 15-Kilo-Sack ganz schnell 44 Quadratmeter. Ja, also, ihr seht also, das ist überhaupt kein Problem. Das Ganze macht aufgrund des Leichtspachtels. Habe ich aber einen Porenverschluss, wie zum Beispiel Q3 bei Gipskarton, oder ich habe eine Struktur bei Farben, als Porenverschluss im Nullauszug mache ich mit einem 15-Kilo-Sack 88 Quadratmeter. Und hier behaupte ich mal ganz klar, da sind wir eigentlich ganz, ganz ergiebig. Ich kenne keine Spachtelmasse, die so ergiebig ist. Kommt euch also entgegen. Also, Alex 8:8 Komfort. Wir haben eine Stunde Verarbeitungszeit bei gleichbleibender Konsistenz. Ja, das ist ganz wichtig. Ihr braucht euch also nicht zu ärgern, dass irgendwann nach 15, 20 Minuten das Material dicker wird. Die Zeiten sind vorbei. Ich kann auch einen ganzen Sack auf einmal anrühren. Wann haben wir das denn mal gemacht? Ist ja manchmal überhaupt nicht möglich. Hier bei einer Stunde Verarbeitungszeit stört uns auch eine Pause nicht. Ich habe eine Mittagspause, eine Frühstückspause oder WhatsApp geht mal. Alles muss beantwortet werden. Also das macht das Material mit. Und wenn ich mal überlege, wie viel Spachtelmaterial mal so am Tag wegschmeißt, weil so ein Päuschen dazwischen kommt. Also Leute, da wisst ihr selber, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Mit 8:8 Komfort arbeite ich einfach variabel. Ich ist ein zeitgerechtes Produkt. So, anzurühren. Ich kann einen ganzen Sack anrühren. Aber ich kann natürlich auch Teilmengen anrühren. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ich will nur 2 Kilo, 3 Kilo oder 6 Kilo, auch das ist natürlich selbstverständlich möglich mit einer variablen Wassereinstellung. Wenn ich auf der Baustelle bin und ich habe größere Flächen, lohnt es sich natürlich auch, einen ganzen Sack anzurühren. Und dann nehme ich zum Beispiel immer so eine Wassermenge von 10,8 Liter. Und da habe ich mir mal so einen Eimer vorbereitet. Ja, und dieser Eimer fasst genau 10,8 Liter. Ja, und das gebe ich jetzt mal rein. Alles, was mehr ist, läuft logischerweise hier durch das Dreieck einfach raus. Also ich habe nie zu viel. Passt genau. Das Umrühren der Spachtelmasse geht natürlich sehr gut bei Teilmengen mit die Ringrührer hier. Oder bei 15 Kilo, einen ganzen Sack anrühren, empfiehlt es sich besonders so ein Flügelrührer. Das ist der Colomix DLX-Rührer. Und das Schöne ist, mit dem Rührer und Adix 8:8 Komfort schaffe ich das Material in einer Minute klumpenfrei durchzurühren. Und das möchte ich gerne einmal zeigen. Ich lege einfach den Sack hier oben drauf. Viele fragen sich immer, ja, wozu ist denn hier dieser schwarze Balken? Ja, das wollen wir auch natürlich ganz gerne erklären. Dieser schwarze Balken ist einfach dafür. Es ist praktisch die Führungsschiene fürs Cuttermesser, damit ich einfach hier in der Mitte vernünftig aufschneiden kann. Ja, und ich auch halbe Säcke anrühren kann. Okay, so, jetzt mache ich einmal meinen Staubsauger an. Gib das Material hier rein. So, und ihr dürft jetzt mal auf die Uhr gucken. Eine Minute.
Also, wer jetzt mitgeschaut hat auf die Uhr, der hat festgestellt, dass ich auch wirklich nur eine Minute dafür gebraucht habe. Und jetzt haben wir eine Reifezeit. Eine Minute Reifezeit, warum ist sie eigentlich notwendig? Wir verkaufen hier nicht nur einfach einen Gips mit ein bisschen Wasser. Das sind Hochleistungsspachtelmassen, modifizierte Spachtelmassen. Und die haben Zellulose drin, die haben Kunststoffe drin. Wir haben hier einen Leichtfüllstoff. Das Ganze muss miteinander, ich drücke das mal so aus, miteinander harmonieren. Weil wenn sich Leute zum Beispiel hinterher beklagen und sagen, ach Mensch, Standfestigkeit ist vielleicht nicht so gut, das Füllvermögen ist... Also deshalb brauchen wir einfach diese Reifezeit. Dadurch entsteht eine Sahnigkeit, eine Cremigkeit. Also ihr seht, ich neige gar nicht zum Übertreiben, aber die Spachtelmasse, ja, die hält ja das, was sie verspricht. Und wir wollen heute wirklich nicht mehr erschöpft von der Arbeit kommen, wir wollen relaxed nach Hause fahren. Und das kann sie. Hier sieht man jetzt wirklich sehr schön, wie das Material glänzt, wie es aussieht. Es glänzt an der Oberfläche. Ja, ich gebe euch recht, wenn ihr jetzt dort bei euch sitzt und sagt, ja, das sieht ja ein bisschen schlank aus. Ich habe euch ja versprochen, dass wir eine Geschmeidigkeit haben, dass ihr abends entspannt nach Hause fahrt, weil das Material wirklich wie Sahne ist und trotzdem Standfestigkeit besitzt. Ihr seht also, bei so einer schlanken Konsistenz habe ich trotzdem eine super Standfestigkeit. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Was muss das Material überhaupt können? Wir besitzen einen absoluten Nullauszug, das mal zu demonstrieren. Hier sieht man also, ja, ich habe nur die Poren geschlossen, auch die Standfestigkeit bei dem Material. Selbst bei so einer schlanken Konsistenz, das ist wirklich einzigartig. Ihr braucht euch wirklich nicht zu quälen. Das Schließen der Fugen bei Gipskartonplatten. So, wenn ich hier natürlich dran halte, ist das geschlossen. Wirklich mit dieser Konsistenz. Gehen wir mal rüber und zwar zu den mineralischen Spachteln, Untergründen. Mineralische Untergründe haben die Eigenschaft, sie sind sehr stark saugend. Die ziehen mir in der Regel sofort das gesamte Wasser aus meiner Spachtelmasse raus. Und wir kennen das, wir Handwerker, dann rollt das Material auf. Wenn Material aufrollt, besitze ich an der Oberfläche keine Festigkeit, kommen Abklebearbeiten oder zum Beispiel Tapezierungen, dann gibt es hinterher die böse Überraschung und es spaltet sich hinterher an der Spachtelmasse und dann ist natürlich eine Reklamation vorausprogrammiert. Bitte schaut einmal, ich trage das Material auf in dünner Schicht. Ich habe hier und da überhaupt kein Aufbrennen, kein Aufrollen. Und das kommt einfach dadurch, weil wir genug Wasserrückhaltevermögen haben. Und jetzt gucke ich mal hier. Das Material ist immer noch nass und feucht. Es kann in Ruhe abbinden. Das ist, wie gesagt, ein zeitgerechtes Produkt. Jetzt nehme ich mal Material etwas dicker. So, durch das Abglätten sind wir bald in der Lage, fast eigentlich geradenfrei eine Fläche zu spachteln. Sollten aber doch irgendwo auf der Baustelle, weil wir wollen ja draußen Geld verdienen, Grate entstehen, ist ja völlig normal, dann habe ich die Möglichkeit, solche Grate, die hier entstehen,
Ich lasse das Material etwas anziehen, dann hinterher glätte ich nochmal und bügel das Ganze nach. Auch die Nachbearbeitung ohne zu schleifen ist möglich. Das heißt also, ich lasse einfach nochmal anziehen, danach wird die Oberfläche stabil, bügel und glätte das Ganze nach und habe eigentlich ohne zu schleifen eine planebene Oberfläche. In die Bereiche besonders interessant, wo der Kunde einfach keine Schleifstäube gerne möchte oder sehr empfindlich dagegen ist. Gucken wir uns das Ganze nochmal auf die Farben an. Wir haften ja auf Dispersionsfarben und auch auf Latexfarben, auf Hochglanzlatex zum Beispiel. So, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf einer Latexfarbe bin, im dünnen Bereich, ziehe ich das Material auf, glätte das ab und ich habe sofort eine Haftung obendrauf. In den größeren Flächen nehme ich natürlich selbstverständlich auch passendes Werkzeug dazu, so wie hier, und habe sofort eine planebene Oberfläche. Aber wir würden euch natürlich enttäuschen, wenn wir sagen, wir haben keine Schleifbarkeit eingebaut. Und das ist uns natürlich ganz wichtig gewesen. Schleifbarkeit ist heute ein ganz großes Thema, ob ich mit einem Wand- und Deckenschleifer arbeite oder mit der Hand. Ja, wir haben die Möglichkeit, 8:8 Komfort mit feinem Schleifpapier zu überarbeiten. Und das möchte ich gerne hier zeigen, das haben wir vorbereitet. Und zwar, eins möchte ich klarstellen. Es ist immer so, ja, der Trugschluss, eine Spachtelmasse, je länger die steht, je schlechter ist sie schleifbar. Das stimmt nicht. Die Auswahl des richtigen Schleifpapiers, der Körnung, ist äußerst wichtig. Mit einem feinen Schleifgitter habe ich einen größeren Abtrag, als wenn ich mit einem groben arbeite. Diese Fläche zum Beispiel, die schleife ich händisch mit 240er Schleifgitter. Ich möchte euch das beweisen, und zwar mit dem Handschleifer. Ich weiß, auf den Baustellen setzt ihr natürlich auch die passende Absaugung ein, einen M-Sauger. Ich möchte einfach das hier so zeigen, habe als Hilfe, damit ihr das seht, einen schwarzen Untergrund dargestellt und das Ganze mit zwei Fingern und ich schleife das. Und ihr seht also, wie das Material hier runterrieselt. Und da spielt es wirklich keine Rolle, ob die Masse ein Tag steht, zwei Tage oder zwei oder drei Wochen. Also auch nochmal hier, sehr gute Schleifbarkeit. Innovatives Produkt. Wir haben also das umgesetzt, was ihr zu uns gesagt habt. Wir haben das aufgenommen, nämlich das ist natürlich für uns immer ganz wichtig, Produkte zu entwickeln, die euch auf der Baustelle weiterhelfen.